Leute, herzlich willkommen zu unserem Format Don't mit Tom Thaler und Basil und meiner Wenigkeit Vero. Hallöchen, Jungs. Hallo. Ja, euer Album kommt am 15.09. raus, euer Debütalbum. Ja. Meine, und darüber werden wir heute reden. Aber während ihr meine Fragen beantwortet, dürft ihr ein paar Dinge nicht tun. Okay. Deshalb heißt das Format auch Don't. Wir haben hier ein paar Challenges für euch. Die müsst ihr quasi ziehen und dann so lange, bis ich sage, zieht das nächste, ne? Diese Challenge quasi bewältigen. Ja. Ja? Okay, fangen wir an, oder? Wir müssen die Antwort singen. Wir haben uns in Mannheim beim Studium getroffen. Richtig. Es ist auch nicht normal, dass sich quasi ein Produzent und ein Rapper als festes Team quasi zusammentun und so. Nein! Genau. Also war das dann von, für euch auch von Anfang an klar, nee, an uns gibt es nur einen Doppelpack oder... Ja! Das war sofort klar. Ich zieh doch einfach mal eine neue Challenge, Basil. Halleluja. Antworte nicht für dich selbst, sondern für den anderen. Ach so. Ja, gut. In dem Fall dann Basil. Wolltest du nicht auch immer mal rappen oder Tom, du produzieren? Ich mag nur Rock. Du magst nur Rock? Okay. Jo, ich mag kein Hip-Hop. Du magst kein Hip-Hop. Redet in der dritten Person über euch. Nee, das kriegen wir hin, oder? Ja. Also, 2014 kam eure erste EP raus, ne? Und jetzt, 2017, kommt euer allererstes Album raus. Warum habt ihr euch so lange Zeit gelassen dafür? Also die Jungs von Tom Thaler und Basil, die sind wirklich so krasse Genies, dass sie alle ihre Ideen jahrelang ausfallen müssen, bis sie dann wirklich der Meinung sind, dass man das den Leuten präsentieren kann. Deswegen nehmen die sich einfach die Zeit. Sie haben auch viel Zeit. Wir haben auch viel Zeit, ne? Ihr habt auch viel Zeit? Oder die Jungs von Tom Thaler? Von Timberlake und... Also, jetzt habt ihr euch auch noch einen kreativen... Namen überlegt für das Debütalbum, und zwar Malu. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das zu bedeuten hat. Ich habe mal gehört, dass die gesagt haben, das heißt Malu. Also einer der Jungs hat, glaube ich, mal einen Artikel im Spiegel gelesen über Gefühle. Darin war das Wort Malu versteckt, was so viel wie Demut bedeutet, in einem indonesischen Volksgrüppchen. Das haben die beiden als Inspiration für ihren Albumtitel genommen. Alternativ haben sie aber auch die Abkürzung für Mannheim-Ludwigshafen ins Rennen geschmissen. Ihr habt auf jeden Fall eine Vergangenheit in Mannheim. Also keiner von Tom Thaler und Basil kommt aus Mannheim. Der eine kommt aus Hamburg, andere aus Stuttgart. Aber dort haben die Jungs halt studiert, dort 4 Jahre ihres Lebens verbracht und dann sind sie weitergezogen. Jungs, nächste Challenge, jetzt könnt ihr aufatmen. Dürfen nicht blinzeln. Oh, ihr dürft nicht blinzeln. Okay. Okay, seid ihr dann bereit? Ja? Hattet ihr manchmal auch so ein bisschen Unstimmigkeiten bei der Albumproduktion? Eigentlich haben wir uns immer sehr gut verstanden. Ja, halt die Antworten kurz. Wir haben uns sehr gut verstanden über die ganze Albumproduktion. Ja. Wie lange kannst du denn nicht blinzeln? Ich weiß es nicht. Ich versuche es auch mal gerade. Ich kann ja einfach auch mit nicht blinzeln. Ja. Okay. Dann fangen wir jetzt an. Okay. So, euer erster Single vom neuen Album, ne? Heißt ja Cooler als ich, ne? Wieso habt ihr genau diese Single zuerst ausgesucht? Du hast jetzt schon geblinzelt. Okay. Cooler als ich ist die erste Single geworden, weil sie, vor allen Dingen mich charakterlich ganz gut darstellt und dieses ganze Thema von sich nicht zu ernst nehmen und sich nicht in den Mittelpunkt stellen wollen und zufrieden zu sein mit der eigenen Rolle gut aufgreift und einfach Spaß macht. Die fordert nicht zu viel am Anfang. Du bist deswegen richtig cooler gut. Als ich. Du bist richtig gut. Ich habe gerade schon wieder 10 Mal gewinnt. Ey, das ist richtig eine Katastrophe. Ja. Die Vorletzte. Dürfen niemanden angucken. Niemanden? Okay. Ja, gibt es denn in eurem Leben auch so eine Serena, mit der ihr gerne eine Orangina trinken wollen würdet? Also, ich kenne privat keine weltweit berühmte Tennis-Profi-Dame. Deswegen gibt es die leider nicht. Nee, ich meine aber mit einer, der ihr vielleicht eine Orangina trinkt. Klar. Mhm. Ich bin dann, also Orangina-mäßig bin ich relativ freizügig. Schnell prostituiert. Also, ich würde mit jedem eine Orangina trinken. Wahrscheinlich. Jedem? Ja. Antwortet in Reimen. In Reimen? Was kommt als nächstes? Weil nach dem Album ist ja immer vor irgendwas. Deswegen würde ich jetzt gerne von euch wissen, was danach geplant ist. Wir sind meist leicht neben der Spur. Deswegen gehen wir nach dem Album erstmal auf Tour. Hoffentlich gibt es da ein paar Drinks. Basil muss fahren, sitzt vorne links. Ja, geil. Und habt ihr schon die nächste Mucke geplant? Nee, wir hängen immer
an unseren Bongs, deshalb gibt es noch keine neuen Songs. Und in diesem Sinne sage ich Dankeschön für dieses wunderschöne Interview. Checkt auf jeden Fall deren Debütalbum Malu und auch unsere anderen Formate hier vorne Music Germany. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mua. Tschüss! Wenn die Sonne scheint, abends in der Dunkelheit, beim Chillen mit den Jungs dabei, Jeans werden unser Feind. In allen Farben und Formen.